In Zeiten, in denen das Wort Klima nicht mehr ohne den Zusatz Katastrophe daherkommt, ist der Erwerb eines Wetterhäuschens angenehm. Entspannend. Das hölzerne Mini-Fertighaus ist der Sidekick der Kuckucksuhren aus dem Schwarzwald und dient der Wettervorhersage. Es hat zwei Eingänge. In dem einen steht ein Mann, im anderen eine Frau. Je nach Wetterlage bewegen sie sich nach draußen. Die Frau trägt ein Dirndl und kommt hinaus, wenn die Sonne scheint. Der Mann in Jacke und Lederhose lässt sich nur blicken. Wenn es kalt und feucht ist. Die Technik dahinter ist ein Haarhygrometer, das im 18. Jahrhundert erfunden wurde. Das Paar steht auf einem gemeinsamen Balken, der wiederum mit einem Stück Naturband an einer Feder hängend verbunden ist. Dieses Band besteht aus Tierdarm oder Haaren und reagiert auf Feuchtigkeit, indem es sich ausdehnt. Uhren aus Holz durften alle im Schwarzwald bauen. Wetterhäuschen sind jünger als Kuckucksuhren. Angeblich hat Kurfürst August von Sachsen schon 1619 eine solche Uhr besessen. Wer die erste Schwarzwälder Kuckucksuhr gebaut hat, ist etwas unklar. Zur Auswahl stehen Franz Anton Ketterer aus Schönwald um 1730 sowie Michael Dilger und Matthäus Hummel aus Neukirch 1742. Wetterhäuschen sind perfekt für Liebhaber deutscher Souvenirs. Quelle: Katharina Koppenwallner. Die unwirtliche und entlegene Gegend des Schwarzwalds zwang die Bewohner dazu, so gut wie alles selbst zu machen. Neben den Holzuhren gab es andere typische Waldgewerbe wie Tischler, Flößer oder Bürstenbinder. Holz gab es schließlich im Überfluss. Dass große Uhren in erster Linie aus Holz gefertigt wurden, lag nicht nur an der einfachen Rohstoffgewinnung, sondern hatte auch rechtliche Gründe. Uhren aus Metall durften nur in den Zünften angefertigt werden und waren auf städtische Uhrmacher beschränkt. Uhren aus Holz dagegen durften alle bauen. In den Gehöften gab es schon damals professionelle Werkstätten. Überall, wo man heute noch in alten Schwarzwaldhäusern viele Fenster sieht, waren früher Werkstätten untergebracht. Das Geräusch der Kuckucksuhr ist immer gleich in der zweiten Hälfte des 18. bis ins späte 20. Jahrhundert. Hatte die Holzuhrenproduktion im Schwarzwald internationale Bedeutung. Die Kuckucksuhr, so wie wir sie heute kennen, ist das Ergebnis eines Wettbewerbes zum Thema Uhrendesign von 1850. Der Siegerentwurf zeigte für den Rumpf der Uhr die Fassade eines Bahnwärterhäuschens mit einem Zifferblatt in der Mitte. Er stammte von dem Architekten Friedrich Eisenlohr, der für die Badische Staatseisenbahn arbeitete. 2013 überreichte Kanzlerin Angela Merkel ihrem Gast Wladimir Putin eine Kuckucksuhr mit Bundesadler. Quelle: Paar DPA Alexei Drakhnin, RIA Novosti. Nachdem die Kuckucksuhr lange als Sinnbild deutscher Piefigkeit verschmäht worden ist, gibt es heute ein Revival mit Uhren in minimalistischem Design. 2013 bestellte das Kanzleramt in dem Traditionsbetrieb Rombach er zwei weitere nachbestellte. Auch wenn die Form unterschiedlich ist, das Kuckucksgeräusch des Vögelchens, das meist zur vollen Stunde ertönt, bleibt übrigens immer gleich. Einfache Modelle gibt es ab 50 Euro, anspruchsvollere Holzuhren kosten schon mal 400 Euro. Wie viel die Putin-Spezialuhr gekostet hat, ist nicht überliefert. Einfache Wetterhäuschen sind ab 20 Euro zu haben, gehobene Varianten sollten nicht teurer als 150 Euro sein. Billigere Kuckucksuhren sind zwar auch im Angebot, aber die sind garantiert keine Schwarzwälder Wertarbeit, sondern Made in China. Lesen Sie auch: ein britisch schwärmt Let's Block Ads.